Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Planet Coaster. Und wir sind heute wieder voll und ganz bei einer Timelapse und werden auch nur in einer Timelapse sein. Also es wird nicht nochmal ins Live-Let's Play reingehen. Ganz einfach aus dem Grunde, hatte ich ja schon mehrfach erklärt, wir haben viel zu tun hier bei dieser Attraktion und da geht viel Zeit bei drauf. Und gleichzeitig habe ich eben auch ja jetzt mal eine Zeit lang so ein bisschen Ruhe und für mich irgendwie vor sich hinspielen gebraucht. Und ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt, das dann manchmal so ein bisschen zu komprimieren. Naja, deswegen sind wir jetzt hier wieder in einer Timelapse. Nicht zu lang und auch nicht zu schnell vorgespult. Also man kann in Ruhe trotzdem sehen, was passiert ist. Und letztendlich geht es nur um Detailarbeiten. Also Details, 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 Details. Es wird halt einfach eine schöne Attraktion insgesamt. Und das Erste, was wir hier halt gemacht haben, sind weitere, ja, so Stützbalken quasi, die übrigens mit Absicht ein bisschen schräg jetzt da dran sind und nicht genau zentriert, um das so ein bisschen aufzubrechen. Und ja, das haben wir eigentlich so an allen Stellen so ein bisschen gemacht. Jetzt hier in dem Tunnel auch so ein paar Querbalken und ja, man soll halt die ganze Zeit irgendwie das Gefühl haben, man fährt eben durch dieses Minengebiet. Und das ist auch so das, worum es jetzt heute in der Folge geht. Wir machen auch noch hinterher schöne Mineneingänge, wirklich in die Bereiche, wo die Höhlen sind und noch so ein paar Details und vor allem auch Licht. Hier an der Stelle zum Beispiel auch nochmal so ein Stützbalken, dass man halt die ganze Zeit irgendwie was zu gucken hat. Richtig komplett fertig sind wir eh noch nicht. Also es wird noch mehr dann auch passieren, je nachdem welchen Detailgrad wir halt wirklich haben wollen. Aber das ist dann, ja, ist dann so eine Frage, wie es sich insgesamt einfügt dann mit allen anderen Sachen. Es ist ja noch relativ leer zum Wüstengebiet. Das ist ja jetzt das Erste, wo wir wirklich ordentlich dran rumschrauben. Naja, gut. Dann habe ich hier so Geländer gemacht und an diese Bretter dran. Im Prinzip sind es halt, ja, handmade Balkone, wenn man so will. Ganz simpel, aber so, dass es irgendwie passt und einigermaßen gescheit aussieht. Ein bisschen tiefer gemacht, weil das sonst den Rahmen sprengt. Aber es ist dann in der gleichen Optik, wenn man es so manuell baut und es funktioniert gut. Deswegen haben wir das einfach mal genommen und man kann sich da ja immer so ein bisschen, ich sag mal, austoben und ja, ein bisschen detaillierter ein so ein Ding bauen, weil wenn man es dann eh immer kopiert und dupliziert, dann ist es schön, wenn man einen hat, der ein bisschen aufwendiger gemacht ist, dafür dann aber auch ein bisschen was hermacht und ja, wenn er dann kopiert ist, das ist ja der kleinste Aufwand. Also ob ich jetzt ein Objekt dupliziere, welches total aufwendig ist und das dann 10-mal kopiere oder nur 5-mal, das macht ja keinen Unterschied. Und ob das Objekt 10 Objekt, also aus 10 Einzelteilen besteht oder aus 100 Einzelteilen, macht fürs Duplizieren dann sowieso keinen. Und deswegen ruhig ein paar Minuten länger dran sitzen. Ist jetzt trotzdem nicht zu detailliert, aber es macht hinterher einen ordentlichen Unterschied, wenn die Balkone dran sind. Weil so wirkten diese Häuser, diese Minenarbeiterunterkünfte, ein bisschen komisch stellenweise. Und das haben wir dadurch jetzt ja deutlich verbessert, würde ich sagen. Also wenn man es hinterher komplett sieht, wie es dann aussieht, ist es schon ganz gut. Ja, die habe ich jetzt so einzeln gelassen. Ich muss manchmal hier so überlappen, wie man da gerade gesehen hat, wenn es um so Ecken geht. Und ich packe die einfach überall dran. Also ich hatte erst noch überlegt, mache ich noch welche mit geraden Streben, die nicht so angewinkelt sind wie die jetzt an der Stelle. Allerdings habe ich das dann quasi wieder verworfen und lasse die alle einfach so mit diesen angewinkelten Streben, die da drunter sind. Mache die aber dafür halt eben überall dran und man sieht also wirklich deutlich dann diesen Detailzuwachs und es wird auch immer cooler für die Zugbahn, Zugstrecke. Wie heißen die eigentlich nochmal?
auf jeden Fall die, also nicht die Achterbahn, sondern halt diese Bummelzüge, die da rumfahren, die sind jetzt auch schon in einer deutlich schöneren Szenerie unterwegs. Ist also, ja, wie immer sehr hilfreich mit den Details. Das macht ja hinterher dann immer den Unterschied eigentlich. Also es geht ja gerade bei dem Spiel jetzt wie Planet Coaster, was einem so viele Freiheiten gewährt, geht es letzten Endes immer darum, wie es wirkt und wie detailliert es ist, wie authentisch es wirkt oder authentisch im Sinne von, ergibt es Sinn, was man macht, weil man kann ja auch ganz absurde Sachen bauen, aber ist es dann eben innerhalb dieser etwas außergewöhnlicheren Thematik konstant und ergibt das Sinn. Das ist eigentlich das Einzige, worum es dann irgendwie noch geht. Ja, da sind wir jetzt gleich mit fertig mit dem Balkon. Und jetzt habe ich schon wieder... Jetzt bin ich gerade schweigsam und da gibt es dann schon wieder diese komischen Störgeräusche. So gucken, vielleicht schneide ich die auch noch raus, aber wenn es jetzt nur kurz ist. Naja, egal. So, man sieht da schon das Ergebnis. Schön detailliert jetzt. Alles so ein bisschen aufgebrochen nochmal und irgendwie wirkt es dadurch halt ein bisschen, ja, ein bisschen konstanter und ergibt irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Es kommen aber noch mehr Details dazu. Da hole ich auch nochmal das Gelände ein bisschen raus, damit die Streben auch was haben, wo sie reingehen. Gleichzeitig wird die Mauer auch nochmal dadurch ein bisschen aufgebrochen und insgesamt wirkt es dadurch einfach ein bisschen schöner. So, da unten brauchen wir natürlich auch noch welche. Ziehen wir also auch nochmal ganz schnell die Linie lang und dann kommen noch ein paar andere Details. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Licht und wir brauchen... Licht brauchen wir sowieso ganz viel. Das muss alles schön leuchten. Aber wir brauchen auf jeden Fall auch noch irgendwie Zugänge zu den Häusern. Ich habe jetzt keine Türen drin. Da bin ich mal einfach so frei und lasse das so, ohne Türen. Das wäre was, das mache ich eventuell dann ja, später nochmal, wenn wir vielleicht nochmal zurückkommen hier zu dem Gebiet. Aber ansonsten bleibt es ruhig erstmal so. Es lebt ja keiner drin, es ist ja wirklich nur Deko. Wäre das jetzt halt was, wo auch die Gäste dann lang gehen können oder da hätten wir irgendwie einen Shop drin, wo Mitarbeiter sind, dann wäre es nochmal wieder was anderes, dann hätten wir das auf jeden Fall. Aber so funktioniert es halt. Und ich hatte auch schon überlegt, ob man dann vielleicht irgendwie zwischendrin noch so Zugänge macht, also oben auf dem Berg oder so. Aber irgendwie finde ich das auch ganz süß, wenn man quasi das Gefühl hätte, dass man durch die Minen in diese Gebäude kommt. Dass das dann so, also man ist immer in der Mine. Man ist nie wirklich draußen. Man lebt dann auch in der Mine, hat da aber irgendwie so seine kleinen Wohnungen mit der Familie, wo man dann eben nach dem Tag in der Mine hin zurückkehrt. Das ist zwar auch ein bisschen dystopisch, aber irgendwie ist es auch süß, dass es halt so eine kleine Welt für sich dann irgendwie ist. Und deshalb sind ja auch überall diese Minenschächte und oben bei dem Kran haben wir das ja auch, dass der einzige Zugang von einer Mine aus ist und nicht irgendwie nochmal großartig Außengelände, was dann hier runterführt zu den Häusern oder so. Und das hat dann auch, ja, das ist dann das, was ich vorhin meinte, so ist konstant irgendwie in seinem Themengebiet und hat ein bisschen was von hier, wir kennen es aus Disneyland, It's a Tiny World After All oder wie das heißt, dieser Dark Ride mit der, ich glaube, es ist eine Wasserbahn, ne? Und da sind dann überall diese Puppen, die dann singen und tanzen und was weiß ich nicht alle. So ein bisschen so einen Charme bekommt das auf jeden Fall dadurch. Na gut, hier sind wir jetzt auf jeden Fall schon dabei, die Lichter zu platzieren. Einfach mal überall. Und ich habe jetzt überall auch einfach nur die Fackeln genommen. Soll halt nur ein bisschen leuchten in so einem Orange-Rot und ja, irgendwie das alles in so ein schönes Licht werfen, zumal das sehr gut mit dem Gold harmoniert. Und da haben wir jetzt erstmal alles platziert. Jetzt kommen noch ein paar Leitern.
so als Zugänge zu den Balkonen. Und auch das bricht halt die Form einfach nochmal ein bisschen auf und wirkt dadurch dann ein bisschen zusammenhängender und nicht ganz so losgelöst. Und ja, ratzfatz quasi. Und da sieht man schon, es leuchtet ganz hervorragend. Es wird aber noch mehr. Und zwar jetzt der nächste Schritt. Weil was ich mir dann überlegt hatte, es wäre ja auch eigentlich ganz cool, erstmal gut klar, hier der Bahnhof, der sollte ein bisschen leuchten. Den müssen wir sowieso noch ganz viel machen. Aber es wäre auch ganz cool, wenn die Strecke so ein bisschen leuchten würde. Und deswegen habe ich dann angefangen und habe an die Stützpfeiler von der Strecke hier diese Sturmlaternen gemacht. Und ja, an jeden einzelnen. Das ging relativ zügig. Das Blöde ist ja, man muss das immer so manuell reinschieben, wie man hier sieht. Und es ging nicht an jeder, da wo es wirklich zu eng ist. Also hier zum Beispiel ist nirgendwo eine. Es muss schon ein bisschen Stahl da sein, an dem man es platzieren kann. Aber es geht dann relativ zügig, wenn man einmal irgendwie durch ist mit dem also mit dem Prozedere, wenn man weiß, wie es funktioniert. Hier da oben ist auch zum Beispiel, da hört das Ding dann auf. Da habe ich es manuell da ein bisschen rangezogen. Da hat er einfach nichts, wo er greifen kann. Und ja, das größte Hindernis ist meistens die Kamera tatsächlich. Die muss man ja irgendwie gefühlt ständig neu ausrichten. Da ging es auch nicht, da ging es auch nicht. Da geht's wieder. Habe ich jetzt da ein bisschen tiefer gelassen. Sieht auf jeden Fall ganz geil aus, wie die Strecke dann hinterher leuchtet. Und es ist natürlich dann auch so ein bisschen, es ist die höchste Attraktion, die wir jetzt haben. Aktuell. Wer weiß, was noch kommt. Aber wenn wir dann irgendwann die Wüstenregion noch ein bisschen voller haben und dann auch wieder mal Leute reinlassen, dann soll das natürlich auch schön aussehen. Von unten, auch abends, soll man dann einfach einen schönen Blick auf die Attraktion haben und dann nicht einfach nur so in der Dunkelheit verschwommene Konturen sehen, sondern wirklich die Strecke nachverfolgen können. Und das passt natürlich zu so einem Minenzug mit der Lampe. Gerade mit diesen Sturmlaternen, das ist total genial fürs ganze Flair. Und deswegen habe ich da jetzt mal einfach überall welche dran platziert. Und es macht, wie gesagt, einen schönen Unterschied. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon fast mit durch. Jetzt hier bei dem ersten großen Abschnitt auf jeden Fall. Und ein bisschen gehen wir in die Mine noch rein. Aber die soll natürlich auch dunkel bleiben. Man soll ja da am Rand die Lichter sehen mit dem Gold. Und hier sehen wir halt einmal so das Ergebnis. Es ist schön am Leuchten jetzt alles. Also wirkt gut. Die Lichtstimmung ist auch schön konstant, wird trotzdem ein bisschen aufgebrochen, weil die Sturmlaternen etwas heller sind. Da bin ich mal einmal mit gefahren, um zu gucken, wie es so wirkt. Und es ist halt cool, wie das Licht so von unten durch die einzelnen Streben durchleuchtet. Da ist immer noch diese eine Fackel, die müssen wir wegmachen. Und hier brauchen wir natürlich auch noch das Licht. Ist aber Gott sei Dank nur dieser Kreis. Geht also relativ zügig. Genau, wahrscheinlich werden wir sowieso da auch nochmal an der einen oder anderen Stelle dran gehen müssen. Wobei es mittlerweile schon relativ gut funktioniert, alles von der Strecke. Aber so ein paar Kleinigkeiten, da ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Hier gucken wir auch nochmal, wegen Licht ist allerdings jetzt auch nicht ganz so leicht. Und ja, natürlich im Bahnhof selbst nochmal ein paar Lampen. Da habe ich jetzt der Einfachheit halber hier die Leuchten genommen. Meine Lieblingsleuchten. Die haben einfach den schönsten Lichtwurf. Damit das auch ein bisschen schon mal leuchtet. So. Und dann hätten wir zwei Möglichkeiten für Thumbnails. Einmal, da bin ich schon ein bisschen am Gucken. Aber ich hatte mir dann gedacht, weil das dann doch relativ zügig ging, packen wir mal noch ein anderes Video dazu, aber eventuell nehme ich diese Stelle als Thumbnail. Ihr werdet es schon wissen, ich weiß es noch nicht. Geht aber auch sofort weiter. Ich bin noch mal einmal mitgefahren, habe mir noch mal dabei ein paar Sachen angeguckt, was wir machen können. Und eine Sache ist definitiv hier dieser Huckel. Das bringt nicht das Resultat, was ich eigentlich damit beabsichtigt habe. War mir von Anfang an
dann, also relativ zügig, klar, sagen wir mal so, aber ich habe dann immer erstmal andere Sachen gebaut, aber das ist eben auch so eine Sache, da müssen wir auf jeden Fall nochmal verändern. So, und dann habe ich angefangen, hier so Gerüste zu bauen, schön asymmetrisch, es ist beabsichtigt. Ein paar Sachen davon habe ich schon platziert, das ist jetzt hier eine neue Aufnahme, nicht wundern. Deswegen war da jetzt gerade dieser Riesenbruch drin. Also ein paar habe ich da schon von benutzt. An der Stelle zum Beispiel oder auch hier. Das sehen wir aber alles nochmal in Ruhe auch. Und habe dann angefangen, halt die ganzen Höhlen von innen irgendwie auszurichten. Das ist schweineschwer, wie man hier sieht. Vor allem, wenn da irgendwie noch eine Biegung drin ist. Überhaupt da mal einen rein zu platzieren. Boah, das war eine Arbeit. Aber es sieht halt cool aus. Und es ist mit Absicht eben so asymmetrisch und irgendwie verwinkelt. Weil genau diesen Look wollte ich halt haben. Deswegen ist es jetzt nicht ein perfektes Fünfeck oder so. Sondern man kann es immer drehen und dadurch wird es immer noch ein bisschen anders. Und wirkt dann wieder irgendwie komisch und als würde es fast zusammenbrechen, wenn man da mit dem Wagen lang fährt. Und da habe ich dann gleichzeitig auch so ein paar Effekte mit fallendem Staub mit eingefügt. Werden wir, wie gesagt, alles uns nochmal angucken. Aber das hat schon sehr gut dann funktioniert. Und macht das Ganze noch mal so ein bisschen runder in seiner eckigen Form. Ironischerweise. Hier jetzt dann noch mal genau das Gleiche. Der Schutt, der da runterfällt, das ist übrigens, da ist die Kette zum Hochfahren. Also die sind ja mega nah beieinander. Und den fallenden Schutt habe ich wieder gemacht. Der sieht nämlich total kacke aus, wenn es darum geht. Und deswegen haben wir da nur noch fallenden Staub. So. Wie gesagt, die Dinger zu platzieren, es ist immer irgendwie ein Krampf. Manchmal geht es total easy, aber manchmal halt auch nicht. Vor allem, weil ich die immer halt drehe, so schön hin und her. Und die sollen ja nicht immer gleich sein. Sonst hätte ich sie ja auch symmetrisch lassen können. Und dann da noch ein bisschen, da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Und dann ist das im Prinzip gleich fertig. So, weil hier mittendrin, das lassen wir so, wie es ist. Das ist eine natürliche Höhle, da machen wir keine Stützbalken rein. Aber jetzt kamen dann halt noch die Mineneingänge. Hier hatte ich erst gedacht, ich mache da eine Mine rein, hatte das schon wieder vergessen, dass da ja der Eingang ist, also hinter dem der Lift ist. Und deswegen mache ich hier jetzt so eine Mine. Also wenn man reinfährt in die Mine, sieht man schon mal auch so einen Nebenabschnitt quasi. Das ging ja auch relativ zügig alles. Einfach da so ein schönes orangenes Licht rein, dass es aussieht wie ein viel bearbeiteter und viel getätigtes Gebiet und Projekt. Mir fehlen da gerade ein bisschen die Worte, entschuldigt bitte. Auf jeden Fall leuchtet das dann schön. Und natürlich brauchen wir ein bisschen Gold und etwas Licht. Da klauen wir uns einmal gerade die Fackel und dann unten noch so einen riesen Goldhaufen. Zack. So. So muss es aussehen. Ein bisschen anpassen, dass die Schienen einigermaßen frei sind. Und wenn man da nämlich reinfährt, kann man so einen leichten Blick darauf erhaschen, dass da halt schon mal irgendwie so die Mine ist. Ja, und als letztes dann eben noch, oder als eine der letzten Sachen, irgendwie die Mineneingänge. Und da habe ich mir auch schnell was zusammengebastelt. Ich bin da ungefähr auf 6 Meter Breite gegangen und dann jetzt ganz wild so Bretter oben drüber. Dass das so ein bisschen wie mal eben zusammengezimmert aussieht. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Das sieht jetzt gerade noch ein bisschen komisch aus. Wird hinterher besser. Keine Sorge. Weil ich musste selber erstmal schauen, wie mache ich denn das? Welche Breite? Und dann, aber ja, das sieht schön chaotisch aus. Ein bisschen runter. So richtig, ja, richtig zusammengezimmert und alt und irgendwie schon halb verwittert und dann kaputt gegangen und wieder ein bisschen repariert. Einfach so ein Look. Eine gewisse Stabilität aber trotzdem. Und da kommen dann noch, deswegen klaue ich mir das jetzt gerade. Ich hatte erst überlegt, ich mache da irgendwie so ein Schild mit Minen und nummeriere die, also zum Beispiel Mine 1, Mine 2, Mine 3. Hab da gerade ein bisschen rumprobiert, sieht aber total Käse aus.
Deswegen weg wieder damit. Und dann nur als Verstärkung hier links und rechts. Um dem Ganzen nochmal so einen etwas besonderen Charakter zu geben. Dass es halt aussieht wie, ja, schon wie ein ordentlicher Mineneingang. Und nicht wie bei den anderen, wo dann einfach nur so diese asymmetrischen Holzkonstruktionen sind oder vielleicht sogar gar nichts. Deswegen sollte es da so ein bisschen besonders sein. Und dann nochmal so als Symbol dafür zwei so Spitzhacken gedreht. Da habe ich einfach die fertigen genommen, die es gibt. Wollte da jetzt, weil einen kleinen selber was bauen ist sowieso dann schwierig. Einmal so ein bisschen ausgerichtet, dass es einigermaßen mittig ist. Und das ist dann das Symbol für die Mine. Und die kamen dann jetzt überall einfach mal dran. Und dann sind wir jetzt nämlich auch schon gleich wieder beim Ende, weil das Platzieren ging ziemlich flott. Obwohl wir einige Eingänge haben. Hier ist der Eingang, da hinten ist der Ausgang. Aber wir haben es halt von allen Seiten gleich. Der war ein bisschen schwieriger zu platzieren. Gibt tatsächlich nur diesen Winkel, in dem es wirklich funktioniert. Leuchtet schön. Passt. Und jetzt muss ich mal gerade schauen. Fahren wir nämlich nochmal mit. Hier haben wir nach wie vor den Huckel. So funktioniert aber echt alles nach wie vor ziemlich super. Zack, da rein, dadurch und wieder raus. Wir werden es uns dann im Live-Gameplay auch nochmal langsam angucken. Auch gerade die Stelle ist sehr, sehr cool. So, da brauchen wir den Mineneingang aber nochmal, und zwar hier innen. Auch wieder ein bisschen schwieriger zu platzieren tatsächlich. Und auch das einfach an beiden Seiten, damit es ein bisschen, auch für die Gäste, die kommen, ein bisschen schöner aussieht. Und dann haben wir hier natürlich auch nochmal einen Tunneleingang. Also letzten Endes ist es kein richtiger Mineneingang, sondern eher einfach für die Tunnel, wo es in den Berg rein und raus geht. Aber insgesamt also sehr, sehr schön detailliert. Und auf einem sehr guten Weg. Es wird noch da einiges gemacht werden. Da war ich auch nur ein bisschen am Gucken. Und nochmal einiges an Pflanzen. So, und jetzt haben wir hier noch den Huggel. Den gleichen wir jetzt halt auch noch aus. Dadurch alles wieder ein bisschen enger zusammen. Da unten verschieben sich die Lampen. Habe ich auch korrigiert. Ist mir aber erst später aufgefallen. Die Kette habe ich jetzt nochmal beschleunigt. Denn die ist der Grund dafür, dass die Achterbahn nicht ja, grün ist von den Werten. Weil wenn man eine Kette hochfährt, haben die Leute keinen Spaß, was total dumm ist, weil wenn die Kette hochfahren, die haben so viel zu gucken, ich glaube, die hätten Spaß. Aber das Spiel bewertet das einfach nur nach Aufregungsfaktor und so weiter und so fort. Deswegen habe ich die Kette jetzt einfach mal beschleunigt um 4 km/h und zack, da ist es grün. Also komplett grüne Werte jetzt für die Goldmine. Und genau so soll es ja auch eigentlich sein. Naja, und das war's dann jetzt. Also viel passiert in der Timelapse. Und mit der Achterbahn sind wir erstmal durch. Machen nächstes Mal was anderes. Ich stecke jetzt einen schönen Gruß in die Runde. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Und bis dahin habt ihr dann, wie immer, einen super Tag.